Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag zu Highwise City. Und wir werden jetzt erstmal Pause machen. Und wir werden jetzt erstmal sofort das hier bauen, was uns beim letzten Mal einfach nicht geglückt ist. Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen Holz. Okay, ich kann jetzt das Gebäude bauen. Ich setze es da vorne hin und das hat funktioniert. Jawohl. Und go, weiter geht's im Text. Das war ein Akt. Ja, ich habe jetzt hier sogar angefangen, hier einzukaufen, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Weil diese Möbelfabrik da hinten, die nimmt immer einfach alles weg. Das ist so Wahnsinn. So, wir brauchen aber jetzt auch, wir machen wieder Pause, bevor die Möbelfabrik da hinten wieder jede Menge Zeug wegnimmt. Ich brauche Leute. Ich brauche halt einfach Leute. So. Das war's schon mit Leuten. Muss ich erstmal vollkriegen hier wieder. Ich brauche unbedingt irgendwelche Arbeiter, damit wir die Bürogebäude besetzt bekommen. Ja, wobei jetzt mittlerweile sind die ganz gut besetzt. Ja, 4 von 4 Arbeitsplätzen. Okay. Wir brauchen aber halt auch weiterhin Bürogebäude. Ich habe noch eine dritte Fabrik hier hingebaut. Eine Ziegelei. Das einfach so unglaublich lange gedauert hat. Bis der hier endlich mal fertig geworden ist. Jetzt haben wir hier hinten auch die Arbeiter drin. Ja, oh, ein Träumchen. Ein Träumchen. So. Wie das schon wieder weggeht, ne? Also wie schnell das Holz weg ist. Das ist unglaublich. Diese Fabrik hier, diese Möbelfabrik, die zieht so unglaublich viel Holz weg. Wahnsinn. Holz, 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 Holz. Da haben wir keine Wahl. Das ist bloß noch 90. Ah, das ist 100. Oh, ist doch nice. Können wir hier einfach verlängern, ne? Ja, wir können hier einfach... Geht noch nicht. Moment. Straße. Wir hatten hier auf jeden Fall eine größere Straße. Ja, die ziehen wir hier einfach mal lang. Zack. Go. Dahin, dahin, da das Holz. Zack. Und ja, nach wie vor 100%. Go, go. So, können wir nicht? So, wir haben keine Werkzeuge mehr. Ja, okay. Keine Werkzeuge. Wir müssten wieder Werkzeuge einkaufen. Aber es ist erstmal okay. Erstmal nochmal hier weitere Holzfäller, weil das ist... Guckt euch das an! Das waren gerade 12 Stück und die sind halt einfach wieder weg. Also wir müssen das Ding hier irgendwie mit 25 voll klatschen und dann... Dann geht endlich mal der Rest auch oben in die Bestände rein. Ist ja Wahnsinn. Meine Güte. Also der hier dürfte auch so langsam richtig überfordert sein. Jetzt ist die Auslastung wieder runter. Naja gut, das geht immer hin und her. Ich brauche Bürogebäude. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir hier bauen können? Also ein Lagerhaus haben wir noch nicht. Was kriegen wir denn als nächstes? Beziehungsweise wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 1500 Angestellte. Okay. Wir kriegen Forschungspunkte. Wenn wir eine Forschung bauen. Ah, nee, wir können hier ein Forschungszentrum. Und genau, wir brauchen auch, um Forschung freizuschalten, baue ein Forschungseinrichtung. Die können wir ja noch nicht, die ist ja erst hier. Und dann gibt es mittlere Lagerhäuser, dann gibt es städtische Speditionen. Städtische Speditionen. Fenster kurz weg, bitte. Sind die hier? Moment, Fenster ganz weg, bitte. Das sind die lokalen Speditionen. Und die haben 7 LKWs. Das sind die städtischen, steht leider noch nicht da, wie viel die haben, aber bestimmt mehr. Dann kommt die Köhlerei, dann kommt die Werkzeugmaschinerie. Ja, wir werden Eisen und wir werden die Köhlerei benutzen. Haben wir eigentlich hier irgendwo Eisen gehabt? Hier war doch irgendwo Eisen, oder? Hier hinten war. Ja, okay, da ist Eisen und hier unten war die Kohle. Da war die Kohle. Okay, genau, das heißt hier Kohle, da oben Eisen. Das passt, das ist in Ordnung. Ich brauche hier schon wieder diese Bürogebäude. Ja, ich könnte natürlich... Oh, guckt mal an. Oh, weggezogen ohne Ende gerade schon wieder. Zack. Zack. Wir brauchen halt auch die hier. Zack.
Und wir sind wieder pleite. Der hat ein Lärmproblem. Ist der Freizeitpark hier? Ja. Okay. Na gut. Naja, gut, schreiende Kinder können laut sein. Das ist wohl wahr. Ich habe auch einen Kindergarten bei mir vor dem Schlafzimmer. Das wird im Sommer wieder richtig schön. Aber hier sind keine Kinder. War doch da. Gemeindepark, der ist so laut. Ja, okay. Also das hier mit den Bordsteinen, dass die so unglaublich hoch sind. Habe ich tatsächlich gelesen, dass die Entwickler das fixen wollen. Also das ist ein bekanntes Problem. Es ist der erste Tag da der Early Access. Ich denke mal, hier ist noch sehr viel zu machen. Also auf jeden Fall die Geländehöhen. Die müssen auf jeden Fall irgendwie angepasst werden. Aber ansonsten läuft das Spiel doch unglaublich gut und stabil, muss ich sagen. Also, man hatte noch keine Abstürze. Diese kurzen Hänger sind immer, wenn er hier automatisch speichert. Wobei das auch ganz gut wäre, wenn man das ausmachen. Kann man das ausmachen? Optionen, Spiel. Der quatscht ja hier immer so alle halbe Stunde. Baumenü automatisch ausblenden. Er sagt mir ja immer irgendwie, jedes Mal wird es automatisch gespeichert. Kann man das irgendwie ausschalten? Ist jetzt nicht unglaublich schlimm, aber nervt halt auch leicht. Sprachausgabe-Benachrichtigung. Sprachausgabe-Benachrichtigung. Wegmachen. Vielleicht keine Sprachausgabe mehr, oder? Ja, wir probieren es mal. So, die Ziegelei ist jetzt auch. Okay, jetzt sind hier drei Ziegeleien am werkeln. Wir haben Lehm, ist halt voll. Wird halt 8 produziert und nur 6 verbraucht. Okay. Also es ist wirklich eine 1:1 Geschichte. Also ich kann halt hier wirklich noch eine Ziegelei hinbauen. Ich baue hier auch noch eine Ziegelei hin, ganz ehrlich. Ich kann keine mehr bauen, weil ich brauche Werkzeuge. Okay, dann lassen wir das mit der Ziegelei. Dann werden wir jetzt erstmal zusehen, dass wir hier Gebäude bauen. Also hier Einwohner ranholen, aber ich möchte halt gerne immer die Großen jetzt hier haben. Ich will nicht mehr die kleinen Einwohner haben. Dann bauen wir hier das noch hin. So. Stück für Stück. Wir hier schön die großen Gebäude haben. Das sieht doch nice aus. Also, durchaus schick aussehen, du das Spiel, ne? Also, los. Kann man nicht meckern. Mensch. Mensch! Mensch, ich brauchte doch hier noch was. Ich habe doch hier noch was gebraucht. Woanders? Hier. Ich habe doch noch eine Polizeistation. Geht wieder nicht. Okay. Kaufen. Ich muss die Werkzeuge mal kaufen. Keine Ahnung. Mal 26 Stück. Muss mal welche kaufen. Wir sind ja im Plus. Leicht im Plus, weil ich habe die Steuern angehoben. Ja, habe ich hier schon überall 15% drin geklatscht. Bis jetzt läuft ja, sie kommen ja alle noch und beschwert sich ja keiner. Ist ja erstmal noch alles fein. Hier haben wir ein Müllproblem gerade, wie es aussieht. Zu viel Müll. Keine freie Müllzone. Oh, ja, die Müllzone hatte ich in den Müll hingesetzt. Wo hatte ich denn den Müll hingesetzt? War das nicht auch irgendwo hier? Möbelfabrik, lokale Spedition. War denn die Müllfabrik? Oder habe ich die... Oh, stopp. Habe ich die mit abgerissen und nicht wieder neu aufgebaut? Das wäre jetzt nichts Verwunderliches, ganz ehrlich gesagt. Die ich vergessen habe? Ja, ich glaube, ich habe die vergessen. Einfache Möbelgeschichte. Ja. Ne, Moment, ist das die hier? Das ist die hier. Okay, da ist die einfache Möbelgeschichte. Aber ich habe keine Deponien, ne? Hm. Ich kann natürlich hier hinten auch wo Deponien hinbauen. Hier oben Deponien einfach hinbauen. Zack, go. Bringt er das jetzt hier hoch? Bin ich jetzt ja echt mal gespannt, ne? Hat jetzt hier
Lädt jetzt den Müll auf, ja. Okay, dann fahren die jetzt den Müll zur Deponie. Gibt's da später? Ja, Müllkraftwerk, ja. Ausgebeute Müllabfuhr. Ausgebaute. Ausgebaut. Ja, okay, die fahren den Müll dann auch da hoch. Oh, Alter. Läuft. Okay. Gut, wir können neue Leute bauen. Oh, wir haben jetzt gerade. Oh, jetzt los hier, Leute. Es fängt an. Es fängt an, dass es gut wird. Zack. Ah, schon wieder weg. Aber so langsam läuft es hier an. Das ist auf jeden Fall nice. Ich könnte noch eine Ziegelei, beziehungsweise ich muss eigentlich noch eine Ziegelei bauen. Nächste Ziegelei bitte. Dann sind wir hier auch durch, ne? Und dann haben wir 4 Ziegeleien. 4 Lehmgeschichten. Also das muss halt wirklich 1:1 sein. Damit das funktioniert. Ah, schon wieder. Ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Ich wollte doch das hier eigentlich bauen. Ich wollte doch hier einfach ein einfaches Polizeirevier bauen. Da habe ich das schon wieder vergessen. Genauso wie ich hier auch gerne eine Feuerwehrwache bauen möchte. Zack. So. Haben wir jetzt endlich. Genau. Polizei, Feuerwehr. Jetzt ist alles da. Jetzt haben wir für alles gesorgt. Außer für die Gewürze. Für die möchte ich und kann ich aktuell noch nicht sorgen. Wo fehlt Wasser? Wo fehlt Wasser? Achso, fehlt Wasser prinzipiell vielleicht? Wasserschein, Produktion und Verbrauch. Prinzipiell zu viel. Okay. Hätte ich denn eigentlich meine Wasserpumpe hingestellt? Die steht hier irgendwo, ne? Ja, eigentlich, die sind ja echt nicht groß. Die können wir hier einfach hinstellen, das passt schon. Wasser ist halt echt... Hier. Wasser ist viel. Also sie produzieren sehr, sehr viel, diese Wasserpumpen. Also im Gegensatz zu Strom auf jeden Fall. Sieht ein Strom aktuell aus. Produktion, Verbrauch. Sieht auch nicht so geil aus, Tatsache. Was haben wir hier noch? Wir könnten ein Kohlekraftwerk basteln. Das braucht aber 6 von... Nee, das machen wir mal nicht. Gaskraftwerk. Wie viel produziert denn das? Das kostet aber 70.000. So viel Geld habe ich nicht mehr. Ich komme jetzt langsam in Geldschwierigkeiten. Ich muss jetzt erstmal Geld machen. Aber natürlich muss Strom und Wasser natürlich da sein. Das produzieren wir 25 und hier auch 15. Okay, passt erstmal. So, Möbel. Ich brauche echt sehr viel Möbel, Tatsache. Machen wir das wieder weg. Verkaufe mal Möbel. Ich habe sehr viel Möbel irgendwie über. Baller mal Möbel weg. Ansonsten haben wir natürlich jetzt auch Holz über. Aber das will ich jetzt nicht unbedingt wegballern, das Holz, Tatsache. Wir haben aktuell auch sehr viel Obst. Aber das ist erstmal okay, oder? Ja, wir können, naja, wir müssen Geld machen. Wir müssen Geld machen, also verkaufen wir auch Obst. Halbe Lagerbestände ist immer okay. Können wir mal machen. Das ist immer fein. Könnten wir auch Holz verkaufen, aber hier möchte ich kein Holz verkaufen, weil hier schon wieder Leute fehlen. Ne? Seht ihr, hier fehlen schon wieder Leute. Weiter. Ich weiß halt nicht. Das sind halt Angestellte. Ich weiß halt nicht, ob das gilt halt, ne? Das ist halt immer so ein bisschen. Oh, zack. Go, go, go. Baut hier mal hin. Die auch hier reingehen. So, wie viele Einwohner haben wir eigentlich insgesamt? 3000? Ja. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir eine große Holzfäller. Wir haben eine städtische Spedition. Wir haben ein Lagerhaus. Wir haben ein Forschungszentrum. Wir haben die Eisenmine. Okay, wir können jetzt komplett die Eisenminerei und Werkzeuge jetzt demnächst auch selber herstellen. Wir haben große Krankenhäuser und wir haben wassertechnisch noch größere Geschichten. Okay. Hier ändert sich erstmal noch nichts. So, hier haben wir die größere Spedition. 20 LKW-Einheiten und der hatte nur 7. Okay, das ist ja ein Riesenunterschied, weil ich finde, der hier ist wahrscheinlich ganz schön ausgepumpt.
Wir werden nämlich jetzt hier Folgendes machen. Wir werden den nämlich einfach abreißen. Wir bauen jetzt hier oben richtige hin. Große. Zack. Das erste, was wir machen. Das ist eigentlich gekostet. 10 Ziegel. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Und auch 4 Werkzeuge hat uns das gekostet. Und das ist das nächste Ding. Was wir auf jeden Fall tun, ist die Eisenproduktion. Für Werkzeuge haben wir das. Wir brauchen ein Eisen dafür. Ein Eisen, um 3 Werkzeuge zu bauen. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben eine Eisenmine. Okay, die baut Eisen ab. Dann haben wir eine Eisenschmelze, die macht aus Eisen und Kohle Eisenbarren. Und dann haben wir eine Kühlerei, die macht aus Holz. Ah, okay. Die macht aus Holz. Mhm. Aber wir haben auch hier eine. Noch eine. Ach nee, ist auch eine Kühlerei. Wenn ich die auf Kohle draufstelle, baut die das nicht ab. Ja, denn nicht. Also ich brauche ja denn diesen Kohlevorrat dafür auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht kommt da nochmal was, wo Kohle abgebaut wird. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Haben wir auch eine Kühlerei. Aber das erste, was wir brauchen, ist eine Eisenmine. Dafür brauchen wir Eisen. Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. So, da ist 80%, da ist 90%. Brauchen wir denn hier 100? Da ist 100. Okay. Da ist 100. Okay, dahin. Straße. Machen eine einfache Straße. So. Wie ziehen wir das am besten? Ja, doch, wir können das durchaus hier schon lang ziehen, oder? Wir lassen ein bisschen Platz. Das ist auch okay. Ein bisschen Platz lassen ist immer gut. Bauen wir da so hin und dann ziehen wir hier so hin. Wir brauchen hier hinten Wasser. Ja, okay. So. Ziehen wir jetzt hier Wasser hoch. So, was brauchen wir noch für diese Produktionskette? Also, wir brauchten das. So, dann brauchten wir hier das. Da brauchen wir aber auch die Kühlerei. Das kann ich natürlich hier hinbauen. Durchaus. So, eine einfache Eisenschmelze, genau. Für eine einfache Eisenschmelze brauche ich halt auch Kohle. Also die kann ich halt hier hinbauen, die kann ich aber auch hier hinbauen. Dann baue ich die dahin. Funktioniert nicht. Geht das da nicht? Achso, das hat da oben. Ja, bauen die mal dahin. Dann haben wir dies. Dann brauche ich auf jeden Fall die Kühlerei. Die Kühlerei muss ich hier oben mit hinbauen. Weil wir wissen ja, dass hier dann das Holz halt ist. Also Holz ist unglaublich, was man da alles an Holz braucht. Dann ist das aufgebaut. Erstmal, dieser Zweig ist aufgebaut. So, die Werkzeuge. Genau. So, und jetzt bauen wir die Werkzeugfabrik. Die bauen wir auch hier hinten. So, so. So, damit ist der Zweig aufgebaut. Ich habe jetzt kaum noch Werkzeug. Das ist aber okay. Wir haben den Zweig aufgebaut. So, das Ding hier wird erstmal ganz schnell hier ein bisschen kleiner werden. Du sollst da unten nämlich gar nicht rumfahren. Selbst das Ding ist voll ausgelastet. Okay, aber du sollst ja nur hier oben. Das hier unten sollst du ja gar nicht machen. Oh, aber hier ist, glaube ich, auch gar nichts. Aber hier ganz unten, das machen ja die beiden. Das ist auch okay, das reicht auch aus. Okay. Die Spedition ist hier gut am machen. Okay, die Eisenproduktion ist in Gang gelaufen. Das heißt, er baut Eisen ab. Der Eisen oder das Eisen wird hierher gebracht. Dann brauchen wir zusätzlich noch Kohle. Und diese Kohle macht die Köhlerei. Und das macht die aus Holz, macht die Kohle. Dann wird die Kohle dahin gebracht. So, und dann wird daraus Eisen produziert. Eisenbarren produziert. Und in der Werkzeugfabrik wird aus Eisenbarren Werkzeuge gemacht. Holy. Okay. Haben wir.
So, hier hinten hatten wir noch irgendwas mit dem Lagerhaus. Genau, Lagerhaus. Können wir hinstellen, wo wir wollen, oder? Aber ich stelle es einfach mal hier, da so hin. Dahin. Da passt es doch ganz gut. Baue es hier mit hin. So. Das ist nämlich ganz nice. Jetzt haben wir nämlich hier höhere Werte. Jetzt können wir mehr lagern. Das ist cool. Als fertig ist, dürfen wir nämlich mehr lagern können. Also nicht nur die 80, sondern nochmal 40 mehr. Ja, 120 jetzt. Perfekt. Und dann kommen wir nirgendwo erstmal ans Cap. Ah, das ist doch schon mal super. Okay. Jetzt geht's ja hier wieder voran. Was war das hier? Buff-Gebäude? Ne, Buff-Gebäude hatten wir nichts. War hier was bei? Oh ja, hier ist ein Gerichtsgebäude und das Forschungszentrum. Hier können wir beides nicht bauen, weil die Werkzeuge fehlen. Ist fein. Lassen wir erstmal noch. Müssen wir uns merken. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Hier war jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr bei, ne? Freizeitaktivität. Es gibt theoretisch einen anderen Park. Ja, gut, das ist jetzt aber nicht richtig. Das ist ansonsten alles gebaut, wobei wir hier... Ne, die Müllgeschichte können wir auch nicht bauen. Hier gab es ein größeres Krankenhaus, aber das ist erstmal noch nicht baubar. Das ist außer Reichweite, sage ich jetzt mal. So, und hier Quarz ist theoretisch... Ah, ne. Köhlerei. Nur eine Köhlerei. Okay, den Rest haben wir gebaut hier. Möbelgeschichte ist normal. Das ist auch normal. XT-Geschichte wird es auch nichts anderes geben. Gibt es auch nichts anderes. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Hier haben wir noch größere Straßen bekommen. Die größere Spedition. Größeren Hafen gab es nicht. Hier gab es auch nichts. Hier gab es auch nichts. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis diese Produktion hier in Gang kommt. Wir brauchen aber wieder Bürogebäude, sehe ich gerade. Das ist da schon wieder oben. Ein Engpass, dann werden wir das doch weiter ausbauen. Wir haben hier aktuell ein bisschen Platz. Ich finde das gerade aktuell vollkommen fein. Hier können wir nämlich ein bisschen bauen. Dann bauen wir auch hier diese Leute ein bisschen weiter. Wir haben gerade den Luxus, dass wir hier gerade diese Materialien haben. Oh, jetzt... Oh, das ist angenehm, wenn das hier alles so ein bisschen läuft. Wir haben hier, genau, wir kaufen, wir verkaufen hier aktuell alles, aber das kann auch alles erstmal noch so bleiben, oder? Oder? Moment. Gemüse. Wir haben Gemüse, Produktion und Verbrauch. Das passt erstmal noch. Obst. Obst ist langsam enge. Nehmen wir mal raus. Die Möbelgeschichte. Nehmen wir raus. Fisch. Nehmen wir raus. Okay, also wir verkaufen nur noch das Gemüse. Das ist noch okay, das werden wir noch verkaufen. Den Rest werden wir uns erstmal wieder ein bisschen ansparen. Gut, Wolle haben wir noch deutlich Rückstand gerade. Textilien wird... Also wir müssten eigentlich eine größere Schafsfarm anlegen. Brauchen mehr Wolle. Oh, wir brauchen Strom. Moment. Wo war's? Hier oben. Oh ja. Können wir was Größeres von Strom jetzt bauen? Wir haben immer noch nicht so wirklich Geld. So ein dickes Kohlekraftwerk ist aber natürlich nicht schlecht. Das bringt halt 70k, ne? Bei Produktion. Schon viel. Kostet aber 2200 im Unterhalt. Aua. Das geht nicht. Kann ich machen. 2200 im Unterhalt. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich muss hier erstmal hier die Winddinger weiterbauen. Nicht anders. Müssen die erstmal weiter platzieren. Dann kommen wir auf 35. Das ist okay. Muss man erstmal machen. Ich würde gerne Gewürze einkaufen, Tatsache. Können wir Gewürze kaufen? Bitte kauf mal Gewürze. Bitte hau mal hier so, ja, so 40 ist okay. Hau mal Gewürze rein. Weil die können wir nicht anbauen. Die müssen wir kaufen. Jetzt ist die Spedition... Ah ja, ist schon wieder spannend. Ein bisschen darauf achten, dass die Speditionen nicht überlagert sind. Vor allen Dingen auch die hier hinten nicht. Aber es ist eigentlich eine große. Die schafft das hier hinten. Ja, das dauert halt hier und dann ist eine Weile, ehe das Ding hier halt wirklich das Eisen produziert hat. Aber hat es jetzt schon. Hat das Eisen produziert. Es geht los. Es beginnt hier auf jeden Fall. Das ist doch schon mal gut.
Da gibt's doch schon mal. Auch diese Produktionskette fängt an. Ja, wir können ja. Wir können ja mal ganz kurz, ne? So. Wir fahren mal ein bisschen. Laufen so viele Leute rum? Was? Öffentliche Verkehrsmittel, ne? Ein ÖPNV gibt's nicht. Das finde ich ein bisschen schade, aber Early Access, der Hoffnung, dass es das noch geben wird. Ja, ein paar Autos gibt's hier auf jeden Fall. Also hier schon, doch, hier ist schon ganz gut was los. Wir fahren mal nach... Wir fahren mal nach oben. Zu der Produktionsstätte. Hier fahren die Autos durch den Boden durch. Okay. Sieht aber gar nicht schlecht aus, ne? Der Lehm hier? Gar nicht so bad. Der Müllberg darum ist ja auch wunderschön anzusehen. Das ist ja ein richtig hübscher Müllberg darum. Ah, hier, das ist halt mit den Texturen, das ist halt alles nicht so, ne? Okay. Aber wir haben verschiedene LKWs, wobei die Bautypen, die sind nur farblich anders, ne? Bei Autos haben wir auf jeden Fall ein paar verschiedene Sachen. Laufen auch so viele Leute rum. Also ja, also ein ÖPNV würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen. Natürlich diese ganzen grafischen Bugs und die Geländeanhebungen, das ist das irgendwann hier und diese Mördergehsteige hier, diese Abkantungen. Dass sie das noch hinkriegen, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber ansonsten läuft es hier und sieht doch ganz schick aus. Wäre ich schon mal zum Hafen gefahren? Nee, ich glaube noch nicht, oder? Fahren wir zum Hafen. Dann gehen wir mal Vollgas hier jetzt hier. Mal gucken. Okay. Okay. Straßenschäden hier. Oh nein. Habe ich hier irgendwas? Nee, nee. Tempomat. Spacebar. Oh. Ja, okay. Na, dann müssen wir erstmal hier lang fahren. Hier hoch. Standbild gerade gewesen. Okay, gut. Ich habe ja die grafische Einstellung. Ich muss auch sagen, komplett auf episch gestellt. Okay. So läuft doch. Ja, steht. Und weiter geht's. Ne, fahre ich eigentlich. Ach, da unten steht das ja. 80 Klamotten. Da ist der Hafen. Und bremsen. Oh! Leicht. Ah, verdammt. Okay, wir sind im Hafen. Gerade explodiert. Siehst du Wasser? Man hier eigentlich. Oh, man kann unter das Wasser. Okay. Okay, das ist cool. Okay. Raus. Boah, sogar ein Wassereffekt. Ja, der Hammer. Aber ist das Auto gerade explodiert, weil es ins Wasser gefahren ist, oder? Okay. Aber eine schöne Explosionswelle, ne? So, jetzt sind wir hier, ne? Jetzt sind wir mal hier. Einsame Insel. Muss man eigentlich fast einfach nur eine Brücke rüberbauen. Aber leider habe ich kein Geld. Oh, der Windpark. Das sieht ja wirklich fast aus wie in Deutschland, ne? Einfach so mitten auf der Fläche einfach seine Dinger in ihr klatscht. Okay. Echt. Okay. Wir haben Werkzeuge nicht, aber wir haben hier weiterhin. Machen wir wieder was Sinnvolles. Aber witzig, dass das geht, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig gewesen, dass sowas auch funktioniert. Ressourcenfern? Ressourcenfern? Hä? Ich habe kein Geld mehr. Ja, das ist jetzt ungünstig. Ich habe kein Geld mehr. Okay, Leute. Würde ich mal sagen, das ist hier ein perfekter Zeitpunkt. Schluss zu machen. Ich werde, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen laufen lassen hier.
Damit ein bisschen Geld wieder in die Kassen gespült wird. Wir sind ja im Plus. Das ist ja alles cool. Ich glaube, ich werde dann hier auch einfach erstmal sowas wie Ziegel und sowas erstmal alles verkaufen. Das können wir schon mal einstellen. Und sobald wir wieder ein bisschen Geld haben, ballern wir mal alles weg hier. Sobald Geld wieder da ist, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.